Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Demonologist. Heute werden wir Geister austreiben. Mein Name ist Maximilian Paul-Karls Knabe und ich führe dieses Untersuchungsteam, das heute auf Geisterjagd geht, an. An meiner Seite ist Lion Slayer. Hallo, ich bin Sebastian Sterzig. Seit 7 Generationen sind die Geisterwelt und ich ein Team. Als zweites, Proton Beamer 77. Hallo, ich bin Pascal Becker und ich finde es richtig geil, dass wir heute die Geister jagen. Ich bin dabei. Und zu guter Letzt, Like My Style 23. Hallo, ich bin Likey und Geister sind meine Leidenschaft. So, dann bereit doch mal die Lobby vor. Schön. He's ready. So, dann waren wir alle ready. Oh, ich bin super gespannt. Also, vielleicht auch mal für die Zuschauenden zu Hause. Wir werden jetzt nicht nur in ein spukendes Objekt hineingehen und dort alles untersuchen. Nein, wir werden herausfinden, was für eine Geisterart dort haust und spukt und dann den Geist auch austreiben. Das steht heute an. Like My Style, wie gehen wir am besten vor? Ach so, ja, Pascal Becker. Ja, genau. Und zwar hier haben wir unser Equipment. Um den Geist zu finden, werden wir natürlich Equipment benötigen, um verschiedene, ja, Merkmale des Geistes dann auch für uns festzustellen. In unserem Journal haben wir natürlich verschiedene typische Aktionen. Zum Beispiel hier diese UV-Lampe, die ich jetzt einfach mal einpacken würde. Gut. Dann würde ich vorschlagen, jeder nimmt sich etwas. Ja, ist schon passiert. Ich habe tatsächlich schon meine Sachen und natürlich meine... Was hast du denn schön dabei? Ich habe hier den Kompass. Damit sieht man keine Pitschepatscher im Raum, wenn man durch das Glas guckt. Das ist spezielles, gesegnetes Glas in der Kirche von Notre Dame. Wurde das gesegnet und damit kann man tatsächlich Kleckse an den Wänden erkennen. Und so super. Wunderbar. Super. Ich habe eine Geisterbox, um herauszufinden, welcher Nationalität der Geist angehört. Mhm. Und schön, was machen wir damit? Super. Damit dokumentieren wir unsere Geisterjagd. Super, dann würde ich sagen, gehen wir einmal rein. So, das ist das Objekt. Mache ich das an eigentlich? Oder? Ja, ich glaube, hier müssen wir lang. Da, wo lang? Oh, es geht los. Oh. Herr Sterzig spürt was. Ich spüre einige Präsenzen hier in diesem Haus. Leute, wir haben hier etwas Großes an der Angel. Ich spüre wirklich mehr. Ich spüre Kinder. Ich spüre Männer. Welche Farbe? Welche Farbe? Link, was? Welche Farbe? Rot? Ja. Ah. Das ist dann sonnenklar. Gut, wir sind in einem asiatischen Haus. Ich guck mal den sogenannten EMF-Reader raus. Damit sehen wir bestimmte Stärken. Wir müssen jetzt natürlich relativ leise sein, weil wir ansonsten den Geist unnötig provozieren. Wir wollen ihn möglichst ruhig halten. Wir wollen seinen Ort, seine Präsenz, seine Heimat, meist in einem speziellen Zimmer, ausmachen, dort unsere Gerätschaften und Instrumente zur Geistererkennung aufbauen und dann herausfinden, worauf er... Was ist das für ein Gefühl, jetzt hier zu sein? Für mich ist das gerade... Für mich ist das gerade was ganz Berauschendes. Oh. Also dieser Kirschblütenbaum zum Beispiel, der hat eine ganz besondere Präsenz, finde ich. Er hat wieder seinen Körper verlassen. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal um und verhalten uns unauffällig. Psst. Hier hat vermutlich eine alte Samurai-Familie gelebt. Was war das? Was war das? Ich habe EMF-4, Freunde. EMF-4. EMF-4. Geisteraktivität. Oh Gott, Geisteraktivität! 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 Oh! Er empfängt was, alle Abstand von Herrn Sterzig. Er empfängt was, pssst. Lass es sein. Wir sind alle... Pssst, seien Sie doch ruhig, wenn er was empfängt. Und... Was ist passiert? Was ist gerade passiert? Lass es sein.
Ich hatte eine Erscheinung direkt vor meinen Augen. Sie war. Wie sah sie aus? Kalle! Wie sah sie aus? Es war, glaube ich, eine weibliche Person mit einem Schlafanzug und eine Haarhaube auf und wollte mich anfassen. Das ist die schlafende Frau, ja. Der schlafende Frau! Ich habe sie auch gesehen. Ich habe sie auch gesehen, die schlafende Frau. Die schlafende Frau. Haust sie hier in diesen Gebäuden. Ich habe sie gesehen. Vielleicht ist das der Ort. Vielleicht ist das der Ort. Ich schau mal nach EMF wieder einfach. Aktivieren Sie Ihre Instrumente, meine Herrschaften. Ja, okay. Aktivieren Sie alles. Genau. Oh. Tut mir leid, ich hab das öfter mal. Wer are you? Ah! Ich werde jetzt mit meinem UV-Lichtscanner nach. Genau, dokumentieren Sie. Erklären Sie doch mal. Genau. Das heißt, Geister können Fingerabdrücke hinterlassen. Genau. Aber die sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Dafür haben wir diese spezielle UV-Lampe mit konstruiert, mit der wir die Hinterlassenschaften von Geistern an Wänden und Türen. Meistens natürlich auch Lichtschalter. Vielleicht hier dieser Lichtschalter? Blut? Oh, wo? Wir haben Blut. Wir haben Blut. Oh, oh Mann. Oh, oh, oh. Ich würde sagen, warte mal, wir gehen. Muss mal was probieren. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch in den ersten So. Oh, hier ist schon für ein Ritual alles vorbereitet. Kommen Sie doch. Hier ist ein Hinweis. Hier ist ein Hinweis. Toll. Der Geist hat diesen Ort für sich akzeptiert und konstruiert. Knabe, da steht was. Knabe, was steht denn da? Ask. How much is the fish? How late is it? What time is it? Der Geist möchte. Oh Gott! Ruhig. Sie haben uns gar nicht vorgewarnt. Ich konnte das nicht spüren. Das ist eine ganz neue Art von Geist. Herr Sterzig hier ist tatsächlich das einzige Orakel in Brandenburg. Ja. Und begleitet uns deshalb. Naja, aber Sie sind halt vom Fach. Ich würde Sie einmal bitten, hier vielleicht nochmal, ich weiß, es ist nicht einfach, aber für uns hier nochmal zu versuchen, Präsenzen zu empfangen und auf uns zu projizieren. Danke. Wir gehen nach nebenan. Bitte alle mir nach. Ich kann das nicht. Alles gut, immer schön durchatmen. So, wir lassen jetzt Herrn Sterzig. An das Kruzifix hier. Bitte kurz, Herr Sterzig muss sich konzentrieren, wir lassen ihn da oben jetzt arbeiten. Du solltest dein Licht behalten. So zeige dich. Ich bin ein Freund. Ein Freund des Lebens, aber auch ein Freund des Todes. Ich empfange dich. Lass dich in diese Welt. So sage mir, Geist. Ah! 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 Ich spüre Schmerz. Ich spüre den Tod. Ich spüre die Tränen von Jahrhunderten, von den Lebenden, den Tod nicht. Beeindruckend, nicht wahr? Absolut. Wir sind nicht allein, wir sind. Was ein Spektakel. Die Mutter, ich sehe immer wieder eine Frau. Sie sagt mir, sie hat ein Kind. Er geht auf Mutter. Halten Sie drauf. Sie will, dass wir gehen. Sie hat Zorn in sich. Ich spüre die Traurigkeit und den Zorn. Ja. Was ist los? Beruhigen Sie sich, Herr Sterzig, beruhigen Sie sich. So was habe ich noch nie. 666. Herr Sterzig, Sie haben uns genau zum Hinweis geführt. Schauen Sie an die Wand. 666? Ja. Die Hölle.
Es könnte wirklich ein Dämon sein, ich... Diablo! Ich habe so viel... Der Teufel! Ich würde vorschlagen, wir rücken weiter vor im Anwesen. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Ja, wo ist die Tür? Hier. Ich glaube, wir sollten abbrechen. Dafür werde ich auch zuschlägen. Nein. Genau jetzt ist es wichtig. Genau jetzt ist es wichtig, dass wir dranbleiben. Weil wenn wir jetzt gehen, werden Unschuldige hierher kommen. Unschuldige, die nicht wissen, was sie hier überhaupt vorzufinden haben. Und wir wissen es. Wir sind vom Fach. Wir müssen diesen Geist finden, ausmachen und vertreiben. Für die Nachwelt. EMF4 hier im Innenhof, Leute. Ich glaube, das ist... Es sieht nicht... Lass uns weitergehen. Sieht nicht in diesen Innenhof. Ich weiß nicht. Wir müssen hier schnell weg. Ich will einfach, dass wir uns beeilen. Hier ist noch meine Uhr. Der Knabe. Und ein richtig schöner Kochtopf. Ja. Hungry. Oh, ja. Der Geist ist hungrig. Ich habe nichts gespürt. Das ist Wahnsinn. Oh, da steht was. Enjoy your meal. Enjoy your meal? Ich muss das aufnehmen. Hat uns was gekocht? Bloß nicht essen. Nicht essen, nicht probieren, wir probieren das nicht. Ist eine diabolische Mahlzeit. Können wir vielleicht untersuchen nach irgendwelchen Fingerabdrücken? Ich schau schon. Mit meiner UV-Lampe. Are you here? Man sieht ganz schwierig absolute Finsternis. Hier haben wir vielleicht einen Umziehschrank. Ich würde einmal vorgehen und... Ja, gehen Sie einmal vor. Es wird alles voller Blut. Ich kann das nicht. Ist ein Hase. Sogar der Hase weiß. Es ist so kalt. Ist es wirklich ich kalt? Ich friere. Haben wir Gefriertemperaturen? Ja, das Licht flackert. Das bin ich. Oh mein Gott. Hier ist noch etwas. Na gut, ich würde vorschlagen, wir gehen in den Innenhof und bauen da unsere Basis auf. Ich glaube, es zieht uns immer wieder dorthin. Ja, ich glaube auch. Katzenfleisch. Leute. Katzenfleisch. Leute. Ja, was? Ich habe etwas gefunden. Das sind diese Karten. Karo-Karten. Diese Karten sind verflucht. Karo-Karten? Was sind Karo-Karten? Ich erzähl's euch. Die Karten, ja, sind verflucht. Und alles, was auf diesen Karten steht, wird passieren. Okay. Es kann sogar sein, dass auf diesen Karten der Tod steht. Und wenn wir eine Karte ziehen, dann... Ich sehe es. Ich würde jetzt eine Karte ziehen. Okay. Aggressive. Oh. Ich ziehe noch eine. Gut. Das ist nicht gut. Sonne. Nicht, ob wir das jetzt... Sonne. Ja, das gibt uns. Das ist gut für unser Gemüt. Tod. Das ist was? Nicht gut. Was? Ich glaube. Void. Lass uns in den Innenhof. Ja, oh. Void. Er kommt. Oh nein, nein, nicht Herr Sterzig, wir bleiben ruhig. Wer kann uns nichts tun? Die Kreuze raus. In nomine patri, in sanctum, in tulitus, in tulitis sanctum, Samena. Ich habe ihn abgewehrt. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter und beruhigen uns. Wir müssen abbrechen. Wir beruhigen uns. Ich habe eine Katze auf dem Herd. Ich muss im Garten. Ich habe eine Katze auf dem Herd. Ich muss im Garten. Like my style. Katze auf dem Herd. Sie sind doch Ersthilfe. Bitte einmal Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Das ist leider hoffnungslos. Wir müssen erstmal Herrn Becker beruhigen. Ja, wir müssen hier raus und wir dürfen diese Folge niemals ausstrahlen. Herr Becker, reißen Sie sich zusammen. Herr Becker, reißen Sie sich zusammen! Sie haben ein Kreuz in der Hand. Der Dämon kann ihnen nichts anhaben, solange sie dieses Kreuz festhalten. Meins hat er gerade zerbrochen. Sie müssen jetzt für uns stark sein. Herr Becker! Au! Reißen Sie sich zusammen. Los, wir gehen jetzt in den Innenhof. So eine Scheiße. Oh mein Gott. Weiß nicht, ob ich das kann.
Also. Er ist einfach tot. Ich stelle das auf. Aufschlag. Was muss jetzt hier passieren? An diesem Rädchen? Da muss eine Geistererscheinung drüber irgendwie kurz zu sehen sein. Mhm. Eine Geisterkontur. Hm. Sehe ich nicht. Show yourself. Oder so. Oh Gott. Ich ziehe nochmal eine Karte. Oder? Absolut aggressives Verhalten. Die Karte, was? Soll ich nochmal eine Karte ziehen? Ja. Aber was haben wir denn bisher für Beweise? Noch gar keine, oder? Nein, leider nicht. Hm. Wir haben nur den Beweis, dass er töten kann. Hm. Haben wir noch im... Was war das? Ich weiß nicht. Hier ist Licht. When did you die? Genau, sprechen Sie in die Geisterbox. Where are you from? Vielleicht müssen wir sie alleine lassen. Kommuniziert nicht mit uns. Herr Becker, wir lassen Like My Style alleine. Ich will eine Gehaltserhöhung. Machen Sie Ihren Job. Oh, passiert was? Machen Sie Ihren Job. Im F2, oh mein Gott. Oh. Ich hab's gesehen! Ich hab's auch gesehen. Herr Becker, ich hab's auch gesehen. Ich hab das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz. Das Kreuz. Halten Sie das Kreuz. Er ist verschwunden. Er wollte mich töten. Das wird er nicht. Ich will. Er ist so aggressiv, wir müssen gehen. Dann gehen wir. Aber wir werden wiederkommen. Nachdem wir uns die Pillen reingestopft haben. Einschaltquoten nicht, das ist nicht wert. Was haben wir denn jetzt hier noch, was wir einsetzen können? Die Staffelei. Warum ist die hier noch drin, verdammt? Ich brauche eine Pille. Ich brauche eine Pille. Die Staffelei. Ja. Das ist gut. Ich brauche eine Pille. Was macht die Sanity? Meine ist voll gut. Warum ist die so gut? Weil ich ruhig bleibe. Hier, ich nehmen hab Sie richtig schön eine Pille reingehauen. Nehmen Sie eine Pille, Like My Style. Da. Und rein. Danke. Wir können doch den Tampon nehmen. Richtig. Den Tampon. Ja. Und wir müssen durch die Kamera schauen, ob da Geisterorbs oder so eine Scheiße, weiß ich nicht. Die Staffelei, ja. Geisterbox. Hier liegt noch das. Habe ich mit dem. Gut, wir gehen wieder rein. Okay. Tag 2 unserer Expedition. Jetzt wird's ernst. Haben wir schon jemanden verloren. Ja, so, nach den ersten 5 Minuten. Hier steht, wir sollen Ich mach grad die off. Ich stell die Staffelei auf. Ich stelle jetzt Kamera. Oh, haben Sie es gehört? Ja, das war Sterzi. Ich stell jetzt die Kamera hier auf. Das ist, er spukt auch. Ich spreche mit dem Geist. Kann ich die Kamera noch Da fliegt ein Bild. Hier spukt es. Ich würde sonst in den Van gehen und mal durch die Kamera gucken. Wollen Sie mal bleiben schön lassen? Hier. Ist die Kamera überhaupt an? Ja, natürlich. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwas passieren. Wo kriege ich hier Fingerabdrücke her? Open the door. Hallo Geist, please draw something. Show yourself. Give me a Big Mac and large pommes with... Give us a sign. Bitte albern Sie jetzt hier nicht rum. Ich versuche ruhig zu bleiben und ich kann es nicht anders. Wodka E oder Wodka O? Ah, mein Ding brennt! Mein Ding brennt! Oh! Sehr gut. Sehr gut. Oh, das heißt, er wollte gerade angreifen. Ach so, nicht gut. Ich dachte, das wäre ein Beweis. Like My Style, wir brauchen jetzt Ergebnisse. Wir brauchen Ergebnisse. Show yourself. Sie sind doch vom Fach. Ja, ich glaube aber der Geist... Mann, ich bin doch nur ein Showmoderator. Ja, der Geist ist nur unterwegs, wenn man hier alleine steht. Dann gehen wir jetzt. Wir gehen. Ich hab doch die Kamera aufgestellt. Lass uns doch noch mal durch die Kamera gucken. Sie bleiben da und machen jetzt ihren Job. Ich gehe zum Van. Sie bleiben hier. Nein. Mit dem Kreuz. Alle lassen einen im Stich. Gib mir ein. Gib was
the sign. Show yourself. Where are you? God. Show yourself. Are you angry? Are you how old are you? Are you an Arsch? Wollen Sie die Geisterbox? Die Geisterbox ist im Van. Nee, ich hab die. Aber er kommt. Achso, okay, dann. Warum soll ich das jetzt machen? Weil Sie vom Fach sind. Ich werde doch hier am besten bezahlt als Moderator. Nein, nein, nein. Ich bin hier nur. Ich wusste nicht, dass das hier ernst wird. Sie machen das jetzt. Er hat gemalt, sehr gut. Sehr gut ausgezeichnet. Bleiben Sie doch da! Nein, hinter Ihnen ist niemand. Ich hab nur eine Fotokamera dabei, vielleicht können wir ihn fotografieren. Das wäre ausgezeichnet. Wir tragen jetzt erstmal ein. Staffelei. Ja. Es ist kein EMF. Es ist auch keine Geisterbox. Keine Gefriertemperatur. Ich habe die Kamera gesehen, die ich aufgestellt habe. Und es sind auch keine Gefriertemperaturen. Da muss es kann wieder nur Fingerabdrücke sein, was man nicht sieht, ESG, was man nicht sieht, oder Ektoplasmaflecken. Wer hat denn dieses Monokel-Dings? Ja. Sterzig. Also ich kann so nicht arbeiten, wirklich. Also das ist eine reinste Katastrophe hier. Das kommt weg. Da muss ich jetzt rein und es holen. Es kann nur Tay sein. Taye. Es ist nur Taye. Es kann nur Taye sein. Ist es nur Nama. Nee, weil das Ding ist, wenn ich abkreuze, warte mal. Staffelei. Und dann streiche ich Gefriertemperatur durch und ich streiche EMF durch. Dann kommt nur einer raus. Und Geisterbox. Wie mache ich denn das wieder weg? Ich habe schon eingeloggt, ne? Nochmal draufklickst. Also Geisterbox für mich auch gestrichen. Ich bin bei Nama. Irgendwie, ich habe das jetzt schon eingeloggt, glaube ich. Okay. Gut. Es muss grün sein, wenn es eingeloggt ist. Nee, dann bist du jetzt dran. Auf welche Seite stellst du dich? Geben Sie mir bitte nochmal die Geisterbox. Ich mach das jetzt. Haben Sie es gehört? Ja, und ich habe das Licht gesehen, das ausgegangen ist. Herr Sterzig hat mit uns geredet. Wurde irgendwas erzählt. Bitte lassen Sie mich einmal alleine. Ich muss die Geisterbox jetzt aktivieren. Show yourself. Abfahrt, Abfahrt, es ist Geisterbox. Taye ist richtig. Hat man gerade was gehört? Ja, 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 ja. Wir wollen den Ort sicher machen. Ja, aber wir locken jetzt erstmal Taye ein und dann treiben wir diesen Geist aus. Oh Gott. Okay. So. Like my style hat Nama ausgewählt. Das ist falsch. So, nächster Schritt. Jetzt gehen wir weiter und gucken jetzt, was der nächste Schritt ist. Finde die Katanas und platziere sie wieder an ihren Plätzen. Genau, jetzt müssen ja irgendwo Katanas im ganzen Haus verstreut sein. Löse das Geheimnis der Gemälde. Sammle Geisterkugeln. Okay, also wir müssen das Geheimnis der Gemälde lösen und Katanas finden. Genau. Beides. Und damit gehen wir wieder rein. Okay. Auf der Staffelei wurde irgendwie. Da ist eine Geister. Da, die müssen wir fangen. Eine Geisterkugel. Wie fangen wir die? Ich glaube E-Spam. Mit E. Gott, was ist das? Einfach so Schneebälle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab einen, ich hab noch einen. Sehr gut. Hier ist ein Katana, ich hab einen Katana. Ich muss das Katana wieder an die Wand hängen. Jetzt Katana suchen. Psst, wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Oh, Hilfe. Wir hätten jetzt gefurzt. Das Geheimnis der Gemälde lösen. Ich hab Katana. Ich hab auch eins. Wohin muss es? An die Wand zurück, wurde gesagt.
Müssen dafür, glaube ich, die richtigen Plätze finden. Gibt's bestimmt so, Halterung. Ja, genau, Digga. Hier ist noch ein Katana. Shit. Okay, ich komm. Also ich hab's schon, passt. Vielleicht in dem anderen Raum, wo wir hinten waren. Ich glaub hier. Ah. Ja, das. Was ist los? Ich wurde heimgesucht. Schwören Sie? Ja, die Mutter war wieder da. Wir müssen das Geheimnis der Gemälde lösen. Hä? Ah, hier müssen die Katanas hin. Huch. Jemand hat ein Messer gezogen, Digga. Ja. hier müssen die hin. Ah. An die Eule. Ah, ja. Ah. Oh. Oh, wir sind ganz nah, Freunde. Wir sind ganz nah. Wir treiben jetzt diesen Geist aus. Da ist er. Wir müssen... Lösen Sie das Gemälde. Wir brauchen eine Maske. Ah, wir müssen gucken, ob die in der Position, der die Bilder im Haus hängen, müssen wir die hier auch machen. Wir hingen, waren die schief? Die war gerade, das weiß ich noch. Aber der war doch schief. Ach, wir müssen im Haus die Gemälde finden und gucken. Der hier war schief, das weiß ich. Dann dreh den gern mal, ja. Genauso wie er war. Ja, so war der. Und die anderen beiden? Müssen wir suchen. Wir müssen suchen. Okay. Okay. Die Bilder. Bleiben Sie ruhig, Herr Goschinski. Wie holen wir die Leiche raus? Hier hängt die Frau. Die ist gerade. Hier liegt Sebastian Sterzig. Die Scheißlampe nehme ich mit. Hier ist der Mann. Ja. Ach, so rumgekippt. Okay, dann gehe ich da nochmal hin. Ich will bei der Person, die das Kreuz hat, bleiben. Hier ist das andere Bild. Eins fehlt uns noch. Hier ist noch. Das da. Okay. Sonst können wir das auch einfach nur drehen und gucken, wenn wir alle anderen drei haben. Haben wir das dritte gefunden? Ja. Okay. Oh Gott, es geht los, es geht los! Oh mein Gott. Sie ist aufgestanden und mir entgegengerannt. Kuschinski, wir haben es fast. Halten Sie durch. Wir brauchen eine Maske. Und ein Ei. Und ein dickes und Ei. Irgendwas. Und vier Zigaretten. Und eine Ibo. Blümchen. Wir müssen das finden. Hier liegt schon mal was. Ich hab die Maske. Super. Ja, liegt drin. Hey, wer ist der denn? Ah, nicht, bist du. Okay, die liegt schon automatisch drin. Okay. Und das Ei fehlt noch, ja? Ist in unserem Lager. Ein Anhänger. Ja, ein Anhänger und oder so eine Blumenkette und ein Ei. Hm. Lass mich nicht immer alleine, Freunde. I'm scared. Hier ist sonst nichts. Vielleicht hier rechts. Ich hab den Anhänger. Super. Ich nehme mal die Kamera, dann kann ich noch ein Foto machen. Hey, hier bewegt sich was. In der Mitte. Was? Hast du es gesehen? Ja, hier ist was lang geflogen. Es fehlt nur noch das Ei. Ein großes, dickes Ei. Mist. Ein Ei! Seien Sie ruhig! Ein Ei! Ah, der Besen bewegt sich! Ei wird ordentlich gefegt. Oh mein Gott. Was ist das Scheiße?
Sterzig noch hier, wer wüsste, was zu tun ist. Schmutzige Wäsche. Im Dachboden vielleicht. War ich schon. Aber guck trotzdem nochmal. Ja. Wo ist das Ei? Do you have an egg? Nein, wir reden nicht mit dem Geist. Ah, ich hab's. Sehr gut. Kommt mal alle runter, weil er legt es automatisch in den Brunnen. Geht schon mal zum Brunnen. You can't see because you're not dead yet. Wir gehen. Wir gehen, wir hören nicht zu. Er bringt uns in Versuchung. An die Nachwelt, falls ihr das seht. Das geht raus. An Tamina. Okay. Bleib ruhig, wir treiben jetzt diesen Geist aus. Müssen wir hier alles verbrennen? Ich tue es. Ich tue es. Ja. Verbrenne! Übel dieser Welt! Zurück in die Hölle, ich verdamme dich! Ja. Gut. Gut, packen wir die Sachen, wir gehen. Komm, wir nehmen so Katanas mit. Muss so ein Katana mitnehmen, ist vielleicht was wert. Na, dann nicht. Als wäre nichts passiert. Tschüss, Herzog. Ciao, Diggi. Der ist doch tot. Nein, Anne ist ja schon tot. Wir haben hier ganze Arbeit geleistet. Mann, ist das schön. Yes, freedom. Vielleicht noch ein Schlussplädoyer? Ja, wir kommen hier alle nochmal zusammen. So, Hand in die Mitte. Freunde, das war ein wirklich guter Job. Wir haben die Nerven behalten und haben gemeinsam in die Tiefen der Verdammnis geschaut. Aber wir haben das Gute auferstehen lassen aus dieser Verdammnis. Sterzig ist nicht rausgekommen, aber das macht nichts. Ein bisschen Schwund ist immer. Wir fahren nach Hause. So. Hä, das hat ja übel wenig gebracht. Ja, sehr undankbar. Hä? Hennessy minus 30%. Letzte Mission habe ich einfach nur einen Geist erraten und habe 1500 Attacken bekommen, sonst nichts gemacht. Hast du ja, aber wir haben den falschen Geist. Wir haben den deswegen, falschen Geist. Es war ein Iblis. Oh. Minus 300 bekommen. Minus 12. Richtig entsetzt. Oh. Na gut, Leute. Alles geschafft. Ja, aber wir haben das erste Mal hier einen Geist ausgetrieben, oder Sterzig? Die Notaufnahme hat auch echt gute Arbeit geleistet. Wie geht's uns denn? Ja, gut. Schön. Ja, also ein bisschen habe ich natürlich auf den Kopf bekommen. Ne? Ich weiß nicht, das sah bestimmt schrecklich aus, was ihr da gesehen habt. Ja, alle Knochen waren gebrochen. Ja, und jetzt ein bisschen Gips um. Aber jetzt geht's auch wieder. Morphium habe ich gerade drin. Schön. Ja. Gut, ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen vorbei. Wir hatten viele tolle Motto-Folgen diese Woche. Und ab nächster Woche gibt es dann voraussichtlich ein neues Spiel. Wir verabschieden uns. Tschüssikowski. Tschüss. Ich habe schon abmoderiert.